begrüße Sie zu dieser Trauerfeier. Ferran Vitali Schmunk. Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen. Ein Leben ist zu Ende. Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. Ein Mensch, der zu uns gehört hat, redet nicht mehr, er braucht uns nicht mehr. Wir halten inne, das Leben zieht in Gedanken vorbei. Gemeinsame Tage, an die wir uns gern erinnern. Und auch solche, die leer geblieben sind. Stunden, in denen wir miteinander Freude hatten. Und Stunden, in denen es schwer war. Wir müssen Abschied nehmen und begreifen doch so wenig, dass jedes Leben ein Ende hat. Wir können dem Tod nicht ausweichen. Er hat Macht, auch über uns. Wir fragen danach, wie wir das bewältigen können und wozu wir leben. So wenden wir uns an Gott und beten mit Worten der Bibel, mit Worten des 23. Psalms. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. In dieser Stunde des Abschieds wollen wir ein Wort aus dem Johannesevangelium hören. Darin wird auch gesagt, dass der Tod eines geliebten Menschen uns nicht in Verzweiflung stürzen muss. Wer an Jesus Christus glaubt, wird nach seinem Tod in der unmittelbaren Nähe Jesu leben. Jonas, das ist dein Wort. Und Jesus sagte zu seinen Schülern, euer Herz erschrecke nicht. Haltet an Gott fest und an mir. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch sagen, ich gehe hin und bereite euch eine Wohnung. Und wenn ich nun hingehe, um euch Schutz und Geborgenheit bei Gott zu schaffen, dann werde ich auch wiederkommen und euch holen, damit ihr dort seid, wo auch ich bin. Der Weg, den ich gehe, ist euch vertraut. Da entgegnete der Jünger Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehen willst. Woher sollen wir dann etwas über den Weg wissen? Der Weg, sagt Jesus zu ihm, bin ich. Ich bin der Zugang zum Geheimnis Gottes. Ich bin der, der das Leben hat und ewiges Leben gibt. Nur der findet den Vater, der ihn über mich sucht. Amen. Im Johannesevangelium heißt es im 8. Kapitel, der 12. Vers, Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lasst uns beten. Dazu erheben wir uns. Herr, unser Gott, mit deiner allmächtigen Hand hast du
in unser Leben hineingegriffen und Vitali Schmunk aus unserer Mitte fortgenommen. Wir beugen uns unter deinen allmächtigen Willen, den du mit uns ausführst, ob wir leben oder sterben. Wir wissen, dass alles, was du tust, zu unserem Besten ist. Auch wo wir es nicht begreifen. Wir bitten dich, sei du unter uns in der Stunde des Abschieds. Sei du uns nahe mit deinem göttlichen Trost. Denn wir brauchen deinen Trost in all unseren Gedanken, die wir dem Verstorbenen gegenüber haben. Dein Trost ist allein wahrer Trost im Leben und im Sterben. Gib auch, dass wir uns durch dein Wort aufrichten und ermutigen lassen und all unser Vertrauen auf dich setzen. Amen. Können wir Platz nehmen. Liebe Trauergemeinde, liebe Angehörige des Verstorbenen, liebe Frau Antonia Schmunk, lieber Jonas, liebe Naomi, lieber Leon, nun ist es zu Ende. Ein gut zwei Jahre währendes schmerzliches Abschiednehmen und ein vergleichsweise kurzes und doch auch erfülltes Leben hat sich vollendet. Und im Nachhinein wird uns deutlich, wir haben Leben nicht in der Hand. Wir haben bei unserem Leben wirklich nicht allzu viel in der Hand. Denn wie unser Leben dann verläuft, hängt doch von so vielen Vorbedingungen ab, die wir nicht bestimmen können. Aber manchmal staunen wir auch, wenn wir dann erkennen im Nachhinein, nicht wir haben unser Leben in der Hand, aber Gott hatte es augenscheinlich in seinen Händen gehalten und uns durchgeführt. Vitali Schmunk wurde 1982 in Kasachstan als zweites Kind von Juri und Valentina Schmunk geboren. In Gemeinschaft mit seinem älteren Bruder Leonid und dem jüngeren Bruder Waldemar erlebte er seine Kindheit in dem Dorf Frunze. Solange, bis die Eltern beschlossen, in die uralte Heimat der Familie nach Deutschland zurückzukehren. Das war dann 1995. Vitali war gerade 13 Jahre alt. In Deutschland freuten sie sich dann alle über die Geburt der Schwester Angelika. Vitali lernte Deutsch, ging zur Schule und machte seine Abschlüsse, während der Vater Arbeit als Kraftfahrer fand. Aber wichtiger als alles Vorankommen war es gewesen, dass Vitali Jesus gefunden, ihm sein Leben übergeben hatte. Nach der Schule lernte er auf Elektroinstallateur, eine Beschäftigung, die ihm auch privat viel Freude bereitete. Kurzfristig wurde diese Arbeit vom Zivildienst unterbrochen, den er dann in einem christlichen Haus in Villingen ableisten konnte. Irgendwann in diesen Jahren lernte Vitali Antonia Retzlaff kennen und lieben. Seit Kasachstan waren die Familien einander bekannt, aber in Deutschland regional weit voneinander getrennt. 2004 dann wurde Hochzeit gefeiert. Vitali war ein fröhlicher Mensch. Ein Mann zwar von vielleicht wenig Worten, aber man konnte sich auf ihn verlassen. Und er hatte Humor und er war beliebt. Geistliche Gemeinschaft fanden die Eheleute in der Gemeinde Christi im Mecklenburger Weg. Gleich zu Beginn ihrer Ehe freute sich das Paar über die Geburt des ersten Sohnes Leon. Zwei Jahre darauf folgte die Schwester Naomi und mit Jonas, der 2012 geboren wurde, war dann die Familie komplett. Und auch beinahe perfekt. Denn die Kinder teilen den Glauben der Eltern. Jesus ist eine lebendige Größe in der Familie.
und die Gemeinde gehörte dazu. Schon seit 2005 arbeitete Rita hier als Hafenfacharbeiter bei Eurogate. In seiner Freizeit hatte er Freude an Elektroinstallationen, er half in der Tontechnik, in der Musik der Gemeinde und spielte auch selber Gitarre. Er konnte sich an großen Fußballereignissen begeistern, an der digitalen Welt und liebte spannende Kriegsfilme. Ein liebender und geliebter Ehemann und begeisterter Vater. Ein klasse Bruder. Und die Jahre vergingen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das Leben hätte so weitergehen können, als dann Anfang 2020 Krebs diagnostiziert wurde. Der Magen musste entfernt werden und es folgten 8 vollständige Chemotherapien. Warum Gott? Warum er? Warum? April 2020 war es dann klar, unheilbar. Es wurde gehadert, es wurde gebetet. Sie verstanden und wurden langsam getröstet. Sie konnten Abschied nehmen. Die Ewigkeit erspüren. Dazwischen immer wieder auch Verzweiflung. Warum so jung? Vor einer Woche, am 8. August, hat sich Vitali dann offiziell im Gottesdienst von der Gemeinde verabschiedet. Er gehe nun bald nach Hause. Es war seine letzte und seine beste Predigt, heißt es. Und am Donnerstag, letzte Woche, war es dann soweit, 13.20 Uhr, hat Jesus ihn abgeholt, wie er es in seinem Wort versprochen hat. Ich werde wiederkommen und euch holen, damit ihr dort seid, wo auch ich bin. Vitali, der Lebendige, das bedeutet sein Name. Er ist lebendig, jetzt, in der Gegenwart des Lebendigen, von uns getrennt nur durch den Dimensionsschleier. Er ist da, aber auf der anderen Seite. Aber er lebt in Herrlichkeit. Vitali Schmunk, der in seinem Leben vor allem ein lieber Sohn, Bruder, Onkel, Cousin, Neffe, aber vor allem auch ein großartiger und geliebter Ehemann, toller Vater, Schwiegersohn, Schwager und vielen ein guter Freund war. Er lebt nun im Schauen dessen, woran er fest geglaubt hat, lebt im Schauen dessen, was danach kommt. Er ist uns voraus. Denn was für uns nur Vermutung und Annahme ist und oft mit vielen Zweifeln verbunden, er weiß und sieht es jetzt. Was ist unser Leben? Ist es mehr als nur eine lange, spannende und manchmal erschütternde Kette von Ereignissen? Ist unser Leben nur ein Buch, das hier gelesen wird? Wenn einer aus unserer Mitte fortgeht, dann fragen wir nach dem, was dann wohl kommen mag. Ist dann alles aus? Ein schwarzes Loch? Oder geht es vielleicht doch irgendwie weiter? Und oft klammern wir uns an diesen Gedanken, es muss doch irgendwie weitergehen. Es muss doch einen Trost geben über dieses letzte unausweichliche Abschiednehmen hinaus. Es ist wie ein Aufschrei in uns. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Es ging doch viel zu schnell vorbei. Auch dieses kurze und trotzdem erfüllte Leben. Warum fragen wir meistens erst, wenn wir so erschreckt werden? Warum fragen wir nicht eher? Aber das Leben nimmt uns völlig in Beschlag. Darum denke ich, ist es eine durchaus angebrachte Angelegenheit, jetzt
gerade in der Gegenwart des Verstorbenen, auch über uns und über unser Ende nachzudenken. Denn die Frage nach dem Tod und nach dem, was dann kommen mag, führt uns unweigerlich zu der Beschäftigung mit dem Wesen, das uns vielleicht geschaffen hat, welches dann sicher um den Sinn unserer Existenz weiß. Die Frage nach dem Tod führt uns zu der Beschäftigung mit Gott. Es ist eine durchaus überlegte Bitte, die der Beter des 90. Psalms ausspricht, wenn er sagt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So kann schließlich die Frage nach unserem Ende, die in der Tiefe die Frage nach Gott in sich birgt, unser Leben entscheidend zum Guten beeinflussen. Gott, wenn es ihn denn gibt, weiß, warum und wozu er uns in dieses Leben rief. Darum gibt es in unserem Leben wohl kaum eine wichtigere Entscheidung, als die Gott ernst nehmen und durch ihn den Sinn des eigenen Lebens zu erfahren. Und wenn wir dann erkannt haben, was Gott mit uns und unserem Leben vorhat, dann werden sich alle weiteren Entscheidungen in der Folge ergeben. Ich spreche die Lebenden an. Der Tod von Vitali Schmunk ist für uns alle von Bedeutung. Von Nutzen ist er uns, wenn wir daraus bei Zeiten Schlüsse ziehen, die für unser eigenes Leben Folgen haben. Und das wäre auch sein Testament an uns, darüber nachzudenken. Denn Gott hat einen Plan für unser Leben. Ja, es ist sogar so, dass Gott diese Welt und ihre Menschen liebt. Diese Menschen, die seinen Willen übertreten, die ihn ignorieren, denen er egal ist, obwohl sie ohne ihn noch nicht einmal um den Sinn ihres Lebens wissen. In der Bibel zeigt uns der allmächtige Gott, wer er ist. In dem Menschen Jesus kam er in seine Schöpfung. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Im Gegenteil. Ja, und auch wir Heutigen betrachten das Reden über Gott oft genug als ein Tabu. Dabei gibt es kein tröstlicheres Thema für unser Leben. Da ist nichts in dieser Welt, was uns mehr Mut machen könnte zum Leben. Am Kreuz starb der Sohn des Höchsten den entsetzlichen Martertod, damit wir frei wären von der Schuld, die uns von Gott trennt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben, das ist keine Einbildung, sondern eine natürliche Folge, nämlich auch in seiner ewigen Wirklichkeit möchte Gott diejenigen bei sich haben, die sich schon hier auf Erden zu ihm gestellt haben, die auf ihn vertrauen. Ja, es gibt einen Weg zu Gott. Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Wo wir Jesus bitten, im Gebet, ganz einfach, der Herr unseres Lebens zu werden und die Führung zu übernehmen, da wird er eintreten und dieses Leben in ganz neuer Weise führen und lenken. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ein neues Leben. Ein Leben, in dem ich um den Sinn und das Ziel weiß, nämlich dass etwas Herrliches begonnen hat und noch kommen wird. Das schenkt neuen Mut, das ist Licht und Hoffnung und Trost in Trauer und Not. Mit Jesus Christus im eigenen Leben bekommt das Leben einen neuen Schwung und eine neue Freude. Die Dunkelheit, die Traurigkeit, ja die Finsternis der Seelennot muss weichen. Es eröffnen sich wunderbare neue Perspektiven, wie schwer unsere Situation oft auch sein mag. In ihm wird uns Kraft geschenkt zum Tragen, zum Erdulden. Und diese Kraft zum Tragen, die wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.
Ergreifen Sie die Hand Jesu, die er Ihnen hinstreckt, gerade jetzt in Ihrer Situation. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich wünsche Ihnen Tage im Licht dessen, der das Licht ist und der auferstanden ist von den Toten und darum jetzt lebt und ansprechbar ist. Und Vitali lebt jetzt in Jesu Gegenwart und dort werden wir uns einmal wiedersehen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Freude. Amen. Wenn man eine Hiobsbotschaft bekommt, dann geht es um Trauer, es geht um Schmerz und es geht um Verlust. Aber ich will kurz einmal erzählen, wie es war, als Hiob seine Botschaft bekommen hat. Hiob war ein rechtschaffender Mensch, er war ein gottesfürchtiger Mensch. Er war reich, er hatte große Herden, er hatte viele Knechte, er war gesund und er hatte 10 Kinder. Und dann eines Tages kamen Boten zu ihm, einer nach dem anderen, und sagen ihm, deine Herde ist weg, deine Knechte sind alle tot, deine Kinder sind alle gestorben. Und zuletzt ist auch er selbst krank geworden. Und das Interessante ist, wie Hiob auf diese Botschaft reagiert. Jeder normale Mensch hätte gesagt, was bist du für ein Gott? Einerseits gibst du mir alles, und im nächsten Moment nimmst du es mir einfach wieder weg. Aber Hiob reagiert anders und ich möchte das gerne vorlesen. Er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und wenn man das liest, da könnte man denken, das ist doch eigentlich Vitali. Als Vitali seine Hiobsbotschaft empfangen hat, da hat er nicht gemotzt, er hat nicht gemurrt, er hat nicht gemeckert, was bist du für ein Gott? Nein, Vitali hat alles still angenommen und hat einfach Gott vertraut, dass Gott ihm seinen Weg bereitet hat und nur das Beste für ihn im Sinn hatte. Und genau darum geht es auch gleich in dem Lied. Das Lied heißt, das Leben gibt und nimmt. Und dann wiederholt sich immer wieder diese paar Worte, gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Meine Sand, meine Hoffnungsmauer schreibt, wenn Enttäuschung meine müde Seele quält, liegt es oft an meinem falschen Bild der Welt. Denn nicht in jedem Unglück steckt eine Moral, wen es trifft, der hat häufig keine Wahl. Doch Gott sagt nicht, das hat schon seinen Sinn. Es gehört einfach zur Welt, in der wir sind. Das Leben gibt und nimmt im Wechsel. Es bleibt ein großes Rätselspiel. Und kein Mensch hat dafür den Schlüssel. Wir spekulieren zu viel. Man kann hier unverdient gewinnen, dann wieder bitter hart verlieren. Hier wird gegeben und genommen, doch das wird nie mein Vertrauen zerstören. Ich sage laut seinen Namen, der Name. Dein Anfang auch gering, verschenkt und klein, kann dein Ausgang doch am Ende herrlich sein. Jeder Mensch, der sich von Gott erziehen lässt, wird erfahren, dass am Ende Friede ist. Ich erkenne nur, dass Gott alles vermag. Über das hinaus, was ich zu sagen hab. Und ich weiß genau, dass mein Erlöser lebt.
und am Ende über allem steht. Das Leben liegt und nennt im Wechsel, es bleibt ein großes Rätselspiel. Und kein Mensch hat dafür den Schlüssel, wir spekulieren. Dir neu begegnen. Wir vertrauen dir, den Verstorbenen, an. Wir danken dir für sein Leben, das du ihm geschenkt und jetzt wieder genommen hast, für alles Schöne, das er erleben durfte und auch für das Schwere, das er zu tragen hatte. Wir danken für alles Gute, das von ihm ausging, und bitten dich, dass du ihm vergibst, wo er schuldig geworden ist, bitten dich aber auch, uns zu vergeben, wo wir vielleicht an ihm schuldig geworden sind. Wir danken dir vor allem, dass er dich in seinem Leben gekannt und geliebt hat. Wir sind der festen Hoffnung, dass er deshalb jetzt bei dir ist, in einem Leben der Herrlichkeit. Herr, lass uns nicht vergessen, dass auch wir sterben müssen. So vertrauen wir dir, denjenigen an, den du als Nächsten aus unserer Mitte abrufen wirst. Lehre ihn und uns alle bereit zu sein für diese Stunde. Erfülle uns bitte mit der Hoffnung auf das Leben bei dir. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen nun gehen und den Leib des Verstorbenen zur Ruhe retten. Der Herr gebe uns Kraft für diesen schweren Weg. Amen. In tiefer Trauer stehen wir hier.
erkennen hier die Endlichkeit des Lebens.